Hi und herzlich willkommen bei Näh mit mir. Heute gibt es mal wieder ein etwas anderes Video von mir. Und zwar zeige ich euch, wie man ganz einfach zu Hause Textilien, wie zum Beispiel dieses T-Shirt, mit Stofffarbe selber färben kann. Färben ist für mich wirklich eine der coolsten und eben auch einfachsten Upcycling-Ideen überhaupt. Denn man kann so gut wie jedes Textil, sei es Kleidung, Accessoires oder zum Beispiel auch Wohnaccessoires, ganz einfach färben und somit eben auch aufstylen und verändern. Es gibt wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten, Textilien zu färben. Ich möchte euch hier jetzt zwei verschiedene Arten vorstellen, wie man eben ganz einfach zu Hause färben kann. Und zwar arbeiten wir hier eben mit so Textilfarbe, die man im Fachhandel kaufen kann oder eben auch online. Zudem möchte ich euch kurz erklären, welche Stoffe man zum Beispiel am besten färben kann und wie dann eben der ganze Ablauf ist, wie man zum einen in der Waschmaschine färbt und zum anderen eben in einer Schüssel färben kann. Generell eignen sich Naturstoffe wie zum Beispiel Baumwolle, Leinen oder Denim tatsächlich am besten zum selber färben und bemalen, denn sie nehmen die Farbe eben sehr gut auf. Sensiblere Stoffe wie zum Beispiel Seide oder Wolle lassen sich zwar ebenfalls einfärben, da benötigt man aber bestenfalls eben eine spezielle Stofffarbe, damit eben das Ergebnis auch gut wird. Synthetische Stoffe hingegen lassen sich eher schwer zu Hause färben, denn sie nehmen die Farbe nicht so gut auf. Genauso ist das bei Mischfasern, da kommt es natürlich auf das Verhältnis an. Das heißt, wenn die Naturfaser überwiegt, dann lassen sich die meistens ganz gut färben, wenn aber die synthetische Faser überwiegt, dann eben nicht so gut. Generell sollte natürlich auch immer die Grundfarbe beachtet werden, denn je nach Grundfarbe verändert sich natürlich auch das Farbergebnis. Bloß bei Weiß ist es möglich, dass das Ergebnis rauskommt, das eben auch auf der Verpackung vorgegeben ist. Hier sieht man das jetzt ganz gut, der Grundton war weiß, ich habe das Ganze schön lila gefärbt und es ist auch ein schönes helles Lila rausgekommen. Anders war das bei diesem Stoff, der geht eben etwas ins Gelbliche rein und dadurch wurde der lila Ton eben auch etwas verfälscht und wurde deutlich dunkler. Prinzipiell muss man eben beachten, dass der Stoff immer etwas heller sein muss als der Farbton, den er nach dem Färben erhalten soll. Es besteht zwar die Möglichkeit, dunkle Stoffe heller zu färben, aber das ist ziemlich aufwendig und im Prinzip auch schwer zu Hause umzusetzen. Denn die einzige Möglichkeit ist, das Ganze vorher zu bleichen, so dass es eben hell wird und dann nochmal neu einzufärben. Zudem ist das eben auch nicht bei jeder Faser möglich. Die erste Möglichkeit, wie man zu Hause mit Textilfarbe färben kann, ist mit der Waschmaschine. In der Waschmaschine solltest du aber natürlich nur Stoff färben, der auch waschmaschinenfest ist. Zudem ist wichtig, dass man den Stoff vor dem Färbeprozess noch einmal ordentlich durchwäscht, damit er eben auch fleckenfrei ist. Und wenn du nun beginnst, den Stoff zu färben, solltest du zunächst einmal die Anleitung des Herstellers durchgehen und der eben dann auch folgen. Hier steht meistens einfach nur drauf, bei welcher Temperatur das Ganze gewaschen werden soll, für welche Textilien das Ganze geeignet ist, wie man eben mit empfindlicheren Textilien umgehen müsste und dann eben, wie viel Inhalt drin ist und für wie viel Textilien du eben diese Farbe benutzen kann. Du findest also Informationen darüber, wie viel Farbe du für wie viel Stoff benötigst. Die Farbkraft ist immer vom Material, Ausgangston und eben auch vom Gewicht abhängig. Je kräftiger der Ton werden soll, desto mehr Farbe brauchst du natürlich auch. Und gewogen wird übrigens Textilien immer auch im trockenen Zustand. Die gekaufte Textilfarbe enthält meistens schon Färbesalz bzw. Farbfixierer, welches die Farbe zum einen stärker an das Textil bindet und zum anderen für eine längere Haltbarkeit sorgt. Falls das nicht der Fall ist, kann man dieses eben auch selber kaufen und dann zusammen mit dem Stoff, der Farbe und etwas Essig in die Waschmaschine geben und bei der passenden Temperatur für den Stoff waschen. Zudem ist es so, dass die Textilfarbe für das Färben in der Waschmaschine entwickelt wurde und so eigentlich auch keine Rückstände in der Waschmaschine übrig bleiben. Falls das doch mal der Fall ist, kann man ganz einfach mit Putztüchern und Waschmitteln nach der Färbewäsche nochmal einmal einen Waschgang machen und so die Farbreste entfernen. Alternativ zur Waschmaschine kann man auch super eine Schüssel, einen Eimer oder zum Beispiel auch einen Einkocher nehmen und so eben den Stoff dann per Hand färben. Das mache ich ganz gerne, wenn der Stoff zum Beispiel nur per Hand gewaschen werden darf oder ich zum Beispiel auch nur einen Teil des Stoffes färben möchte.
Um jetzt auch färben zu können, benötigen wir zunächst einmal natürlich unsere Textilfarbe. Da können wir dann natürlich auch nochmal auf die Angaben schauen, wie viel Farbe wir eben für wie viel Textil brauchen und können das Ganze uns dann eben soweit schon mal vorbereiten. Und dann brauchen wir natürlich auch etwas zum Umrühren. Da habe ich mich jetzt für einen längeren Pinsel entschieden, weil der eben auch dreckig werden darf. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Gummihandschuhe, um eben unsere Haut zu schützen. Und dann habe ich mich zum Färben eben für zwei unterschiedliche Stoffstücke entschieden. Das ist sehr feste Baumwolle. Einmal für einen etwas helleren Ton, also ganz weiß, und eben etwas mehr ins Gelbliche, um eben zu sehen, wie das Farbergebnis wird. Und jetzt brauchen wir eben 1 bis 2 Liter warmes Wasser und füllen dann eben in den großen Topf erstmal die Farbmenge, die wir brauchen für unser Ergebnis. Wichtig ist, wenn wir jetzt eben das Ganze befüllen, dass man eben schaut, wie viel Farbe man genau braucht, oder man probiert sich einfach aus und macht das ein bisschen nach Gefühl. Dann rühren wir uns das Ganze einmal zusammen, damit sich das auch ordentlich aufgelöst hat, und können dann im nächsten Schritt den Stoff auch schon mit reinpacken. Wenn man sich die Handschuhe jetzt angezogen hat, kann man eben auch schon beginnen, den Stoff in das Wasser bzw. die Farbe einzutauchen. Wichtig ist, dass sich das wirklich ordentlich vollsaugt mit der Farbe und dass das dann eben auch unter Wasser bleiben kann. Das heißt, immer so ein bisschen noch, ja, ein bisschen reinkneten und eben so ein bisschen unter Wasser drücken. Und wenn sich das dann ordentlich vollgesaugt hat, kann man das dann eben für eine Stunde erstmal in der Farbe liegen lassen. Das werden wir jetzt erstmal mit dem etwas dunkleren Stoff machen, und dann möchte ich nämlich mit dem etwas helleren Stoff das Ganze so machen, dass ich eben nur die Hälfte des Stoffes färbe. Das heißt, wir legen eben einfach die Hälfte des Stoffes in die Farbe rein, lassen das eben auch wieder so ein bisschen einsaugen und lassen dann eben die andere Hälfte des Stoffes auf dem Rand liegen. Das kann man auch gerne noch mal ein bisschen befestigen, je nachdem, wie man das gerne möchte. Falls der Stoff nicht unten im Wasser bleibt, kann man auch einfach etwas Schwereres drauflegen, so dass das eben ordentlich bedeckt ist mit dem Wasser. Und dann ist wichtig, dass man das Ganze auch immer ordentlich durchrührt. Das heißt, innerhalb der Stunde, in der der Stoff eben richtig sich vollsaugt mit der Farbe, sollte man immer mal wieder das Ganze durchrühren. Auch wenn man den Stoff per Hand färbt, ist es wie bei der Waschmaschine wichtig, dass man bei der Textilfarbe eben darauf achtet, ob diese Färbesalz bzw. Farbfixierer enthält. Denn wenn das nicht der Fall ist, sollte man auf jeden Fall selber noch Färbesalz und etwas Essig hinzufügen und dann eben den Stoff damit auswaschen. Wenn man den Stoff jetzt für eine Stunde lang im Färbewasser liegen lassen hat, kann man eben auch schon mal schauen, ob einem das Farbergebnis soweit gefällt. Falls man das Ganze noch etwas intensiver haben möchte, kann man gerne den Stoff auch noch etwas länger im Farbwasser lassen, und so verändert sich eben auch noch mal das Farbergebnis. Ich muss sagen, ich bin soweit zufrieden mit der Farbe und werde jetzt im nächsten Schritt das Ganze einmal kalt auswaschen. Sobald man jetzt mit dem Farbergebnis soweit zufrieden ist, sollte man zunächst einmal den Stoff mit kaltem Wasser ausspülen, um im Anschluss das Ganze nochmal einmal komplett zu waschen. Nun können wir auch schon beginnen, den Stoff einmal mit Waschmittel zu waschen. Dafür legen wir den Stoff einzeln in das Wasser, können etwas Waschmittel hinzufügen und das Ganze am besten mit Handschuhen einmal per Hand durchwaschen, bis das Wasser klar ist. Wichtig ist generell, egal ob wir mit Waschmaschine oder eben per Hand färben, man sollte die gefärbten Textilien auf jeden Fall anfangs noch separat waschen, da diese immer noch etwas Farbe verlieren können. Hier könnt ihr jetzt auch noch einmal sehen, wie ich eben ein weißes T-Shirt aus Baumwolle färbe, beziehungsweise eben einen Teil des T-Shirts. Wir gehen also genauso vor wie bei den Stoffstücken, legen unser T-Shirt zu dem Teil, den wir eben gefärbt haben wollen, in unsere Wasserfarbmischung, lassen das Ganze eine Stunde einwirken, können es dann eben aus der Farbmischung rausnehmen, noch einmal ordentlich durchwaschen und dann trocknen lassen. Und im nächsten Schritt zeige ich euch dann einmal das Ergebnis.
So, hier könnt ihr jetzt nochmal alle Ergebnisse auf einen Blick sehen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden, gerade auch mit dem Ergebnis des T-Shirts. Das ist wirklich so ein schöner Verlauf geworden, der in so ein schönes blasses Lila geht. Und genauso mit den Stoffstücken, da sieht man eben super, wie unterschiedlich das Farbergebnis werden kann, je nachdem, welchen Grundton man eben wählt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like hinterlassen und die Glocke abonnieren. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim selber färben.